Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 4. September. Gut, und wir beginnen am heutigen Montag zunächst mit dem Wochenchart im hier vorliegenden S&P 500. Da sind wir in der Vorwoche etwas über den Fibonacci-Fächer angestiegen. Im Wochenchart lagen im Wochenhoch bei 4542 Punkten. Danach ging es etwas abwärts und wir sind dann immer noch über der Marke von 4500 Punkten, aber deutlich tiefer bei 4513 Punkten aus dem Handel gegangen. Zudem mit dieser bullischen Wochenkerze, trotzdem konnten wir den Fibonacci-Fächer in der Vorwoche nicht nach oben durchbrechen, was eher bärisch zu deuten ist. Und möglicherweise prallen wir dann in der laufenden Woche dann an diesen Fibonacci-Fächer nach unten ab und nehmen zunächst Kurs auf den 10er EMA, der aktuell bei 4436 Punkten notiert. Brechen wir dann auch hier nach unten durch, wäre ein weiterer Rücklauf zu erwarten, erneut zur unteren Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals im Wochenchart, sowie zum 50er EMA der dunkelblauen Linie, die aktuell bei 4218 Punkten notiert. Kommt es hingegen doch zu einem deutlichen Durchbruch hier, zu einem nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer, dann wäre ein weiterer Hochlauf zu erwarten zum Verlaufshoch bei 4611 Punkten, welches dann dem Aufwärtstrend folgend hier nach oben durchbrochen werden sollte. Gut, wir machen dann direkt weiter mit dem Tageschart im S&P 500. Da sehen wir, dass wir hier am Widerstandsbereich um 4540 Punkte sowohl am Freitag als auch am Donnerstag abgeprallt sind, jeweils mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten aus dem Handel gegangen sind und uns hier direkt an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke aktuell aufhalten und eventuell zunächst dann diesen Abprall bestätigen können und dann in der laufenden Woche eben vor einem weiteren Rücklauf stehen könnten, der dann zunächst hier den 10er EMA im Tageschart erreichen sollte bei 4470 Punkten ungefähr. Geht es weiter tiefer, wäre der 50er EMA der nächste Anlaufbereich bei 4440 Punkten, sowie dann die Unterstützung, die runde Marke bei 4400 Punkten. Langfristig eintrüben würde sich die Lage, sollte es hier zu einem Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke nach unten kommen. In diesem Fall wäre dann mit einem weiteren Rücklauf zunächst zur Unterstützung bei 4300 Punkten zu rechnen, sowie dann tiefer zum 200er EMA der roten Linie bei aktuell 4240 Punkten ungefähr. Gut, wir kommen dann zum Wochenchart im DAX, wo wir in der Vorwoche hier mit einer eher bärischen Wochenkerze aus dem Handel gegangen waren. Das hatten wir bereits auch in der Vorvorwoche getan. Da wurde diese bärische Wochenkerze aber nicht bestätigt. In der Vorwoche ging es dann direkt weiter aufwärts. Aber wir sind dann hier im Tageshoch bei 16.042 Punkten gelandet, konnten die Marke von 16.000 Punkten aber nicht nachhaltig überwinden. Und dann ging es wieder abwärts und der DAX ist am Freitag dann letztendlich bei 15.860 Punkten ungefähr aus dem Handel gegangen. Möglicherweise werden wir also hier diese Erholung im übergeordneten Abwärtstrend dann im Wochenchart mit dem Verlaufshoch bei 16.042 Punkte beendet haben und dann vor einem weiteren Rücklauf stehen. Der nächste Anlaufbereich wäre dann der 50er EMA bei 15.310 Punkten. Langfristig ist aber zu beachten, dass wir uns hier im Wochenchart deutlich über der Ichimoku-Wolke aufhalten. Insofern ist eher langfristig auch mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen, zumal sich die Ichimoku-Wolke hier in Zukunft deutlich nach oben ausdehnt und damit eine sehr starke Unterstützung bietet. Erst bei einem Durchbruch hier, bei einem nachhaltigen Durchbruch durch die Wolke nach unten, würde sich die Lage für den DAX dann wieder deutlich eintrüben. Zunächst ist aber dann eher mit einer weiteren Korrektur zu rechnen, die dann hier den Bereich um den 50er EMA erreichen sollte, also ungefähr bei 15.300 Punkten. In diesem Bereich wäre dann eher mit einem Abprall nach oben zu rechnen und einem erneuten Kursanstieg. Wir kommen dann zum Tageschart im DAX, wo wir in der Vorwoche, wie gesagt, den Bereich um 16.000 Punkte nicht nachhaltig erobern konnten. Es gelang nur ein kurzer Anstieg, in der Folge ging es dann wieder abwärts. Wir wurden hier am Freitag noch vom 10er EMA im Tageschart aufgefangen, aktuell bei 15.833 Punkten. Möglicherweise werden wir diesen 10er EMA im DAX dann in der laufenden Woche nach unten durchbrechen, damit ein Schwächesignal generieren und dann zunächst den Bereich um 15.700 Punkte anlaufen. Geht es weiter tiefer, wäre dann eben ein weiterer Rücklauf zu erwarten zum 200er EMA im Tageschart bei 15.434 Punkten.
Prallen wir wieder erwarten hier nachhaltig am 10er EMA nach oben ab, würde ein erneuter Angriff höchstwahrscheinlich auf die Marke von 16.000 Punkten bevorstehen. Gelingt denn hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, wäre dann mittelfristig der nächste wichtige Anlaufbereich der Bereich um 16.200 Punkte, darüber dann der Widerstand hier um 16.400 Punkte. Gut, und abschließend kommen wir dann wieder zu unseren Markierungslinien im DAX für den Long- und Short-Bereich für den heutigen Montag. Da befindet sich dann der Short-Bereich für heute zwischen 16.030 und 16.080 Punkte und der Long-Bereich zwischen 15.680 und 15.730 Punkte. Gut, und damit sind wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call. Am heutigen Montag bleiben die US-Börsen geschlossen, daher fällt der ING Markets Chartflash für heute aus. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg am heutigen Trading und einen schönen Wochenbeginn.